und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 22. Der Tagesordnungspunkt 22, Entschuldigung, ist der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und der Bündnis 90 die Grünen, Gesetz zur Verbesserung der Kooperation von Körperschafts- und Privatwaldbetrieben beim Verkauf von Holz und in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, Drucksache 20/396. Für die antragstellende Fraktion der CDU hat sich als erster der Kollege Michael Rühl gemeldet, der dort auch kommt. Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Waldbesitzer in Hessen stehen vor einer enormen Herausforderung. Es war sicher nicht unser politischer Wille, die einheitliche Holzvermarktung in Hessen aufzugeben. Dennoch sind wir kartellrechtlich gefordert, für den Körperschafts- und Privatwald eigenständige Holzvermarktungsorganisationen aufzubauen. Die Regionen Süd- und Westhessens haben mit einem hohen Anteil an Körperschaftswald hierbei auf einem guten Weg. Verschiedene Formen der Zusammenarbeit der Kommunen wurden eingerichtet und eine gemeinsame Holzvermarktung zum 1. Januar dieses Jahres aufgenommen. In den Regionen Nord-, Mittel- und Osthessens mit einem geringen Anteil an Körperschaftswald ist die Situation eine deutlich schwierigere. Hier muss deutlich mehr Akteure zusammenarbeiten, um eine schlagkräftige Holzvermarktungsorganisation aufbauen zu können. Auch deshalb wird die Vermarktung weiterhin durch Hessenforst bis zum 31. Dezember 2020 vorgenommen, um auch hier mehr Zeit für den Aufbau einer solchen Organisation haben zu können. Hier gibt es aber auch eine Vielzahl von Klein- und Kleinstwaldbesitzern, die bislang mit den Kommunen in den Forstbetriebsvereinigungen und Forstbetriebsgesellschaften eng zusammenarbeiten. Ich will hier einmal ein Beispiel machen. Die Forstbetriebsgemeinschaft Grebenhain und die Forstbetriebsgemeinschaft Westlicher Vogelsberg umfassen gemeinsam insgesamt rund 10.000 Hektar Wald. Beteiligt sind fast alle Kommunen des Vogelsbergs und rund 2.700 private Kleinwaldbesitzer. Eine Ausspaltung dieser Gemeinschaften hätte eine weitere Zerklüftung der Bewirtschaftung und Vermarktung der einzelnen Waldgebiete zur Folge. Ziel muss daher sein, die bewährte Zusammenarbeit in diesen bestehenden Strukturen weiter zu ermöglichen und auch für den Aufbau eines forstwirtschaftlichen Zusammenschlusses für Zwecke der Holzvermarktung zu nutzen. Eine gemeinsame Holzvermarktung von Körperschafts- und Privatwald in den bestehenden Strukturen wäre allerdings nach derzeitiger Rechtslage nicht möglich. Dem steht das grundsätzlich begrüßenswerte Verbot der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde entgegen. Um den vielfachen Funktionen des Waldes gerecht werden zu können, sehen wir es deshalb als gerechtfertigt an, in diesem besonderen Bereich von der Anwendung des § 121 HGO abzusehen, um eine unbürokratische Zusammenarbeit im Körperschafts- und Privatwald zu ermöglichen. Eine effektive und unbürokratische Zusammenarbeit ist jedoch nur dann möglich, wenn der forstwirtschaftliche Zusammenschluss anschließend auch für die Kommunen und Privaten tätig werden kann. Hier braucht es also auch eine Ausnahme von den bestehenden Vergaberegeln, um dies möglichst einfach zu ermöglichen. Unser Ziel ist also, die Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass der kartellrechtlich geforderte Aufbau von Holzvermarktungsorganisationen möglichst unbürokratisch und mit möglichst wenig Aufwand erfolgen kann. Die Hessische Landesregierung wird deshalb weiterhin den Aufbau von Holzvermarktungsorganisationen auch finanziell unterstützen. Deshalb bringen die Fraktionen von CDU und GRÜNEN heute eine Änderung des Hessischen Waldgesetzes ein, die den Aufbau von gemeinsamen Holzvermarktungsorganisationen ermöglicht. Dieses Gesetz wird von den Akteuren vor Ort bereits sehnlichst erwartet. Deshalb freue ich mich auf die künftigen Beratungen und hoffe, dass wir zügig eine gute Lösung für alle Beteiligten erreichen. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Ruhl. Und wir gratulieren Ihnen zu Ihrer ersten Rede in diesem Hause.
Vielen Dank. Als nächstes für die Fraktion der Freien Demokraten Wiebke Knell. Sie haben das Wort. Die Leute sind alle zu groß. Oder ich zu klein. Ich will das nicht kommentieren, Frau Kollegin. Ich wünsche Ihnen eine gute Rede. Ja, verehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Ich muss ja zugeben, dass ich, als ich hörte, dass die Koalition einen Gesetzentwurf zur Änderung des Waldgesetzes vorlegen würde, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich dachte, jetzt können wir da mal ordentlich drüber diskutieren. Und war dann etwas enttäuscht, dass es dann doch nur um Gesetzestechnik geht. Ich hatte auch darauf gehofft, dass wir die Gelegenheit erhalten, über die Pläne der Landesregierung im Umgang mit der Borkenkäferkatastrophe oder der Rußrindenkrankheit oder über die absurden Pläne zur Verödung unseres Waldes durch Stilllegungsfantasien zu diskutieren. Aber all diese Themen diskutieren Sie in den grünen Zirkeln ohne Beteiligung des Parlaments. Lediglich die Frage der Holzvermarktung wird hier immer wieder lang und breit diskutiert. Das ist zwar auch gut, aber doch eher ein politisch kaum zu beeinflussender Teil der derzeitigen Anti-Waldpolitik dieser Landesregierung. Und eins ist klar: Mit der Umstellung der Holzvermarktung und der vielen Fragen rund um die Auswirkungen der Dürre in Verbindung mit dem Käferbefall und anderen Krankheiten ist der hessische Staatswald und damit auch insbesondere Hessenforst extrem belastet. Und diese Herausforderungen sind akut und müssen bewältigt werden. Dass diese schwarz-grüne Koalition jetzt auch noch zusätzlich ihre ideologischen Umtriebe mit der weiteren Stilllegung von 10 % der Waldfläche forciert und damit Hessenforst noch eine weitere Herkulesaufgabe aufbürdet, ist aus unserer Sicht nicht nur inhaltlich, sondern auch zu diesem Zeitpunkt nicht nachvollziehbar. Jeder Experte, jede wissenschaftliche Untersuchung sagt aus, dass die Artenvielfalt im nachhaltig bewirtschafteten Wald deutlich höher ist als auf einer stillgelegten Waldfläche. Stillgelegte Waldflächen veröden, verdunkeln und werden am Ende zu einer verarmten Fläche. Ihre eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen belegen das. Ich will die Debatte um die Flächenstilllegung und die ökologische und die ökonomische Gefahr, die diese verursachen, nicht hier bis ins letzte Detail führen. Da werden wir noch zu kommen. Und unser dazu eingebrachter Antrag legt die Problematik da auch fundiert dar. Wir werden sicherlich Gelegenheit haben, dies intensiv und, wie ich hoffe, dann auch sachlich und unaufgeregt zu diskutieren. Zur Holzvermarktung möchte ich aber auch noch einige Dinge sagen. Die Debatte um die Neuordnung der Holzvermarktung ist ja eine Debatte, die wir aus der vergangenen Wahlperiode mitgenommen haben und die uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird. Wie immer, wenn es Veränderungen gibt, bedarf es behutsamen Vorgehens und einer Abwägung aller Interessen. Bei der Anzahl der betroffenen Personen und Organisationen ist es daher kein Wunder, dass es auch zu Reibereien und Fehlern kommt. Entschuldigung. Für die Freien Demokraten will ich heute schon festhalten, dass wir dem Anliegen des Bundeskartellamtes nicht entgegenstehen und natürlich als Partei der sozialen Marktwirtschaft eine Kartellbindung zukünftig nicht mehr wollen. Insofern ist der Weg, auf den sich das Ministerium gemacht hat, aus unserer Sicht nicht grundsätzlich falsch. Wir stellen aber fest, dass es an der einen oder anderen Stelle noch Probleme gibt, die wir lösen müssen. Es gibt vor Ort derzeit viel Verunsicherung, gerade in Bereichen, wo die Privatwaldbesitzer die deutliche Mehrheit der Vermarktungszusammenschlüsse bilden. Und bei vielen Regionen, gerade wo die privaten Waldbesitzer größere Anteile haben, stellt sich aber noch eine ganz andere Frage. Was passiert mit den Gebühren für die privaten Waldbesitzer? Denn genau hier liegt die entscheidende Krux, ob die Zusammenschlüsse am Ende dann gelingen oder nicht. Denn nur wenn die Privatwaldbesitzer mit einer Vermarktung rechnen können, die für sie gewinnbringend ist, werden sie sich in die Vermarktungsorganisationen einbringen. Und wenn die Gebühren aber steigen, was die Befürchtung einiger ist, dann werden die privaten Waldbesitzer andere Wege der Vermarktung suchen, und dann stehen die Kommunen dumm da. Bislang hat die Landesregierung vor der Wahl hier eine klare Aussage vermissen lassen. Es wäre an der Zeit, nun die Karten auf den Tisch zu legen und Klarheit zu schaffen. Die Landesregierung muss hier endlich das Heft des Handelns in die Hand nehmen und zu Lösungen vor Ort kommen. Denn dazu ist die Vermarktung mit dem heimischen Rohstoff Holz zu wichtig. Und dessen Bedeutung hatten wir heute ja auch schon in der Baudebatte gehört.
Der vorgelegte Gesetzentwurf soll einen Fehler korrigieren, den Sie offenbar bei allen Planungen für die Neuordnung des Holzverkaufs erst sehr spät bemerkt haben. Offenbar haben Sie es sogar so spät bemerkt, dass Sie jetzt mit einem Fraktionsgesetz versuchen, den § 121 HGO und das Hessische Vergabegesetz auszuhebeln. Warum man die Ausnahmetatbestände für diese beiden Gesetze ausgerechnet im Waldgesetz regelt, darüber kann man sicherlich streiten. Systematisch ist es jedenfalls ein ziemliches Durcheinander, weil die Ausnahmen von § 121 HGO eigentlich auch direkt dort geregelt sind. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass bei einer Aufweichung von § 121 HGO bei den Freien Demokraten relativ schnell roter Alarm ertönt, genauso wie wahrscheinlich bei der SPD die Ausnahme von Tariftreue und Vergabegesetz zunächst einmal gewisse Sorgen hervorruft. Magenta, das stimmt. Aber Magenta ist immer etwas Positives für uns. Ich kann deshalb für die Freien Demokraten ankündigen, dass wir sehr gespannt sind auf die anstehende Anhörung. Wir werden uns im weiteren Verfahren eine Meinung bilden und sehen, ob dieser Gesetzentwurf geeignet ist, das angestrebte Ziel tatsächlich zu erreichen. Herzlichen Dank. Ich bitte auch, meine jetzt gleich folgende Abwesenheit zu entschuldigen. Ich muss leider zu einem anderen wichtigen Termin mit 50 Personen aus meiner Kommune, die zu Besuch sind. Ich bitte, das zu entschuldigen, Herr Lindner. Danke. Vielen Dank, Frau Knell. Als nächstes hat sich Frau Papst-Dippel zu Wort gemeldet. So, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Das Gesetz zur Verbesserung der Kooperation von Körperschafts- und Privatwaldbetrieben beim Verkauf von Holz und in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen ist, wie in der Begründung zu lesen, eine landesrechtliche Notwendigkeit, um die Hindernisse bei der Bildung forstlicher Zusammenschlüsse abzubauen. Hiermit wird die Zukunft der forstwirtschaftlichen Tätigkeiten von Gemeinden und Landkreisen geregelt, und dem Gesetzentwurf ist uneingeschränkt zuzustimmen. Für die kleinen Privatwaldbesitzer, von denen es in Hessen sehr, sehr viele gibt, bietet Hessenforst weiterhin uneingeschränkt die Betreuung und Holzvermarktung an. Eine Anmerkung sei dazu gestattet, dass die zugrunde liegenden kartellrechtlichen Entscheidungen gefällt wurden, um letztendlich den EU-Binnenmarkt zu entwickeln. Waldbewirtschaftung wird wettbewerbskonform gestaltet. Bundes- und Landesregelungen werden EU-Wettbewerbsregelungen angepasst und allenfalls rein lokale Belange der Waldbewirtschaftung können sich dem entziehen. Damit wird ein seit Jahrzehnten funktionierendes und vor allen Dingen bewährtes System der Waldbewirtschaftung mit der Organisation Hessenforst und dem Einheitsforstamt zumindest gefährdet. Doch zurück zum Gesetzentwurf. Dem heute hier vorliegenden notwendigen gesetzlichen Schritt müssen sehr zeitnah noch weitere Schritte folgen. Neben der Verordnung zur Änderung waldrechtlicher Vorschriften aus 2018 müssen nun schnellstmöglich die Förderrichtlinien für die Holzverkaufsorganisationen in Kraft treten. Die vorbereiteten Holzverkaufsorganisationen stehen zum Teil in den Startlöchern und warten dringend auf die Richtlinien als Bedingung für einen Förderantrag. Eine Antragsbearbeitung dauert naturgemäß ihre Zeit, und erst bei einem positiven Förderbescheid kann die Holzverkaufsorganisation Ausstattung und Personal beschaffen, um in das Tagesgeschäft einzusteigen. Das alles trifft in diesem Jahr mit den Folgen der drei Kalamitäten Windwurf, Dürre und Borkenkäferbefall zusammen. Der Holzmarkt ist so gut wie zusammengebrochen, die Holzpreise sind im Keller und lassen nichts Gutes für das kommende Wirtschaftsjahr ahnen. Sollte die jetzt dringend benötigte Förderrichtlinie nicht rechtzeitig kommen, müssen Anschubfinanzierungen vielleicht privatrechtlich getätigt werden und eine spätere Insolvenz stünde als Gefahr im Raum. Dieses Szenario könnte zumindest die HVO, also die Holzverkaufsorganisation, im Bereich Bad Arolsen in meiner Nachbarschaft zutreffen.
Die Förderrichtlinie ist also in direktem Zusammenhang mit dem zu beschließenden Gesetz zu sehen, damit ein reibungsloser und sicherer Start der HVOs gewährleistet ist. In der logischen Konsequenz des Gesagten werden wir dem Gesetzentwurf zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich Herr Felstehausen von den Linken zu Wort gemeldet. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste, gerade sind nicht so viele auf der Tribüne. Sie kommen gleich wieder. Das ist gut. Schauen wir mal. Unser Ziel sollte es doch sein, dass der Wald so bewirtschaftet wird, dass er zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger und für die Daseinsvorsorge da ist und diesem auch dient. Der Fokus darf dabei aus der Sicht der LINKEN nicht nur einseitig auf die Holzvermarktung verengt werden, sondern auch die Aufrechterhaltung der vielfältigen ökologischen Leistungen, die unsere Wälder zur Verfügung stellen, wie z.B. die Kohlenstoffspeicherung, die Grundwasserneubildung, die Luftreinhaltung und der Erholungsraum müssen Berücksichtigung finden. Und natürlich, Wälder sind auch Lebensräume für viele Organismen, die, was im Zeitalter des galoppierenden Aussterbens von Arten ein Wert für sich ist. Aus diesem Grund ist auch für die LINKE die flächendeckende Beibehaltung des Gemeinschaftsforstamtes und damit auch, dass Hessenforst als Landesbetrieb die freiwilligen Betreuungsangebote für Kommunen und private Waldbesitzer macht, eine zwingende Voraussetzung. Die Zerschlagung der bisherigen forstamtlichen Strukturen und deren nachhaltigen Vermarktungswege steht dem Erhalt der ökologischen Leistungen und damit den Anforderungen der Daseinsvorsorge entgegen. DIE LINKE kann sich darüber hinaus vorstellen, in einer Forstreform Hessenforst in eine Gesellschaft des öffentlichen Rechts, einen gemeinnützigen Betrieb oder eine Stiftung zu überführen. Das Ziel, meine Damen und Herren, bleibt dabei immer das Gleiche. Der Wald muss in Bürgerhand zu bewirtschaften sein, und er muss den vielen Nutzungsanforderungen, die es an das Gemeinwohl zu stellen ist, denen muss es eben auch genügen. Die Holzvermarktung lief bis dato kooperativ über den Landesbetrieb Hessenforst. Im Prinzip ist es ein gutes Verfahren, weil auch die Kommunen und, wenn Sie wollen, auch die privaten Holzbesitzer den Holzverkauf ohne großen Aufwand darüber realisieren konnten. Kritisiert haben wir an dieser Stelle immer den hohen Druck zum Holzeinschlag durch die völlig überzogenen ökonomischen Vorgaben der Landesregierung, vor allem nach der Umgestaltung von Hessenforst durch Roland Koch und die CDU. Zu diesem ökonomischen Druck kommt jetzt noch der Druck durch den Klimawandel, den schon jetzt die Waldbauern zu spüren bekommen. Hitzeperioden mit Trockenheit, Borkenkäfer und Windbruch infolge der zunehmenden Stürme bescheren kurzfristig mehr Holz, als verarbeitet werden kann. Dieses Holz in riesigen Nasslagern zu sichern und so die Holzpreise nicht völlig kollabieren zu lassen, geht eben nur mit einer großen Organisation, die nicht von kurzfristigen Renditen getragen wird, meine Damen und Herren. All das macht deutlich, dass die Anforderungen an den Waldbau durch den Klimawandel immens sind. Unter diesen Umständen muss das Thema Wald eben mit mehr noch gesehen werden als nur unter dem Aspekt des Holzverkaufs. Wir müssen die Interessen des Gemeinwohls gegen das Primat der Ökonomie im Waldbau durchsetzen, meine Damen und Herren. Heinz Lötz hat in seiner letzten Rede die richtige Frage gestellt. Ja, es ist doch wahr. Die richtige Frage lautete nämlich, warum wird in dieser mehrheitlich öffentlichen Angelegenheit überhaupt das Kartellrecht angewandt? Erst in der Folge der Veränderung des Wettbewerbsrechts ist die Pflege und die Nutzung der öffentlichen Wälder, besonders wenn es um die Gebietskörperschaften dieses einer Landesgesellschaft überlassen, in den Fokus der Kartellbehörde geraten. Unter dem Vorwurf der Monopolbildung
mussten die bisherige bewährte Praxis zugunsten eines besseren Marktzuganges für andere Akteure geändert werden. Wer das jetzt, wie Kollege Meysner von der CDU in seiner letzten Rede bedauert, muss sich eben auch an die eigene Nase fassen. Es war genau die CDU auf der EU-Ebene, die dafür gesorgt hat, jedes öffentliche Gut marktgängig machen zu wollen. Die Ökonomisierung aller Lebensbereiche ist weithin das große Ziel des Neoliberalismus, den CDU und FDP, aber auch Teile von SPD und GRÜNE betrieben haben und leider immer noch betreiben. Und jetzt, meine Damen und Herren, werden genau Sie diese Geister nicht mehr los, die Sie gerufen haben. Und was die Kollegin Knell im Februar gesagt hat hier im Plenum, sie findet dieses auch noch gut. Auch in den anderen Bundesländern wurde diese Entwicklung vom Hintergrund der agierenden Renditejäger getrieben. Dieses abzuwehren sollte doch aber eigentlich unser gemeinsames Ziel sein, weil es beim Wald nicht um das Geschäft, sondern um unsere Lebensgrundlage geht. Die Profitinteressen privater Investoren haben, vermittelt durch das Wettbewerbsrecht, zu einer einigermaßen absurden Situation geführt. Das Land unterstützt jetzt private und kommunale Waldbesitzer dabei, ihre eigenen Holzverkaufsorganisationen als Alternative zu dem landeseigenen Betrieb Hessenforst aufzubauen. So steht es im schwarz-grünen Koalitionsvertrag. Weder hat das Land eigentlich ein eigenes Interesse an alternativen Holzverkaufsorganisationen, noch hat die Mehrheit der kommunalen, vor allem auch der privaten Kleinwaldbesitzer, ein Interesse daran, die Holzvermarktung selbst zu betreiben. Darüber hinaus ist es fraglich, ob die größere Konkurrenz bei der Holzvermarktung dem Erhalt einer ökologischen Leistung des Waldes überhaupt zuträglich ist. Solche Fragen, meine Damen und Herren, lassen sich in der Anhörung, die Sie jetzt vorhaben, zu dem vorliegenden Gesetzentwurf kaum klären. Es ist daher sehr bedauerlich, dass die Regierungskoalition nicht dem Vorschlag der SPD gefolgt ist, die Übergangsregelung bis zum Jahresende zu verlängern und die Zeit für Gespräche mit allen Beteiligten auf Augenhöhe und einer angemessenen Öffentlichkeitsbeteiligung zu verwenden. Mit Hektik und Intransparenz lässt sich eine gemeinwohlorientierte Waldnutzung kaum erreichen. Die Anhörung muss weit über das von Ihnen eingebrachte Vorschlagswerk hinausgehen. Es muss genauso die sozialen, die ökologischen Auswirkungen unter die Lupe nehmen, wie die Auswirkungen dieser Reform auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitsbedingungen, die sich dadurch ändern. Jetzt höre ich Ihnen gerne zu. Entschuldigung, soll das eine Zwischenfrage sein? Nein, Sie haben jetzt reingerufen, jetzt stellen Sie es als Zwischenfrage. Dann nicht. Gut, vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes habe ich Herrn Diefenbach von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hier auf meiner Rednerliste. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Seit meiner ersten Rede zum Thema Zukunftssicherung der hessischen Holzwirtschaft sind erst wenige Wochen vergangen. Aber ich kann trotzdem feststellen, Wald ist nach wie vor eines der angesagtesten Themen in der derzeitigen hessischen Landespolitik. Und das natürlich zu Recht, denn der Wald bedeckt unser Bundesland zu 42,3 %. Und dann kann man sich natürlich gar nicht genug um dieses Thema kümmern. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zur Verbesserung der Kooperation von Körperschafts- und Privatwaldbetrieben beim Verkauf von Holz und in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen kommen wir den kartellrechtlichen Anforderungen an die Neuorganisation der Holzvermarktung in Hessen nach. Zur LINKEN möchte ich bemerken, dass wir nicht irgendwelche Geister gerufen haben, die wir jetzt nicht mehr loswerden, sondern ich möchte daran erinnern, dass wir die derzeitige Situation
nicht herbeigeführt haben und auch nicht herbeigewünscht haben, sondern dass sie eine Folge des Reststreites ist, der bereits im Jahr 2002 begann mit einem Reststreit zwischen der Sägeindustrie und dem Land Baden-Württemberg. Das Ganze hat eine entsprechende Entwicklung in den Gang gebracht, für deren Folgen wir jetzt ein gutes Gesetz auf den Weg bringen wollen. Das machen wir, indem wir verschiedene Kriterien beachten. Das erste Kriterium ist, wir wollen das zeitnah tun, wir wollen es rechtssicher machen und transparent, und wir wollen es wirtschaftspolitisch sinnvoll tun und auch sozialpolitisch entsprechend flankieren. Diese einzelnen Punkte möchte ich jetzt für Sie gerne durchgehen. Zeitnah machen wir das, weil wir dieses Gesetz gleich zu Beginn der Legislaturperiode jetzt auf den Weg bringen wollen, um den Handlungsdruck, der auch von CDU-Kollegen schon angesprochen wurde, der verschiedenen Akteure gerecht zu werden. Der Gesetzentwurf schafft rechtssichere Verhältnisse, weil er auch besonders transparent und klar ist, weil wir in sehr deutlicher und knapper Form regeln, dass künftige Zusammenschlüsse von privaten und kommunalen Waldbesitzern zu Holzvermarktungsorganisationen nicht unter dem Vorbehalt der § 121 und 22 HGO stehen, wonach der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen normalerweise enge Grenzen gezogen sind. Gleichzeitig befreien wir die forstwirtschaftlichen Dienstleistungen, die die neuen Holzvermarktungsorganisationen für ihre Mitglieder, also für private und kommunale Waldbesitzer, erbringen, von den üblichen für den öffentlichen Dienst geltenden vergaberechtlichen Vorschriften. Das würde ja auch ansonsten der Natur der Sache widersprechen, wenn wir das nicht täten, da sozusagen die Kommunen ja in ihrem eigenen Dienstleister Mitglied sind. Und an die Adresse der jetzt leider abwesenden Frau Knell möchte ich sagen, dass wir bei der Neuauflage des Waldgesetzes ganz bewusst aufgrund des akuten Regelungsbedarfs zunächst nur auf den Bereich der Holzvermarktung uns konzentrieren. Alle anderen gesetzgeberischen Erfordernisse, die den Wald betreffen, werden wir in gesonderten, fundierten Gesetzentwürfen aufgreifen. Wirtschaftspolitisch ist das Gesetz deshalb geboten, damit die Waldbesitzer jetzt als deutlich wahrnehmbare Akteure am Holzmarkt agieren können und folglich auch vernünftige Holzpreise erzielen können. Und es ist auch kein Widerspruch zu dem, wie es vorher war, sondern wenn das Land jetzt eben kommunale Holzvermarktungsorganisationen unterstützt, wo soll da der Widerspruch sein? Das ist eine Konsequenz der kartellrechtlichen Lage, die wir uns nicht herbeigeführt haben. Und in diesen einfach zu verstehenden Zusammenhang jetzt Goethe und die Geister, die man ruft, oder wer auch immer, zu zitieren, das ist wirklich nicht unbedingt nötig und auch nicht sinnvoll. Zur Wirtschaftspolitik gehört einmal eine gute sozialpolitische Abfederung. Sozialpolitisch ist zu bemerken, dass der neue § 21a Absatz 2 trotz der geplanten vergaberechtlichen Ausnahme die Holzvermarktungsorganisation an die Tariftreue bindet. Das gilt sowohl für eigene Beschäftigte der Holzvermarktungsorganisationen als auch für die Beschäftigten solcher Unternehmen, die von diesen Organisationen dann beauftragt werden. Die Waldbesitzer durchlaufen, das wissen wir, derzeit durchaus schwierige Zeiten, die zu großen Teilen dem Klimawandel und der Klimakatastrophe geschuldet sind, weshalb wir unser Engagement gegen den Klimawandel, gegen die Klimakatastrophe konsequent weitergehen müssen. Und, liebe Frau Knell, auch wenn sie jetzt abwesend ist, ich gehe davon aus, dass wir uns in der nächsten Zeit auch noch intensiv über die ökologischen und umweltpolitischen Grundlagen der Waldbewirtschaftung auseinandersetzen werden. Und auf diese Debatten freue ich mich ungemein. Eines möchte ich voranschicken. Das einzige Ideologische an der FSC-Debatte ist der Ideologievorwurf selbst. Der als Totschlagargument genutzt wird, ohne inhaltliche Substanz.
Heute möchten wir mit dem hier eingebrachten Gesetzentwurf zunächst einmal aus wirtschafts- und sozialpolitischer Sicht einen Beitrag dazu leisten, die Zukunft der hessischen Holzvermarktung erfolgreich zu gestalten. Meine Damen und Herren, je mehr fundierte Ideen in den weiteren Gesetzgebungsprozess eingebracht werden, umso zufriedener können wir am Ende mit der neuen Regelung sein. In diesem Sinne freue ich mich auf gute Beratungen im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Diefenbach. Als Nächster hat sich Herr Lotz von der SPD gemeldet. Ja, mal gucken. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Wir haben in der letzten Plenarwoche, und das wurde mehrfach schon erwähnt hier, über die Übergangsfristen zur Holzvermarktung gesprochen. Das war gut, und heute liegt der Gesetzentwurf vor. Meine Damen und Herren, wir haben aber auch im vergangenen Jahr erlebt, den Sturm Friederike, die Dürre im Sommer. Und wir haben auch gestern in der Fragestunde gehört, dass bei Friederike ungefähr 2 Millionen Festmeter umgefallen sind. Die sind in der Tat bis heute noch nicht ganz beseitigt, noch nicht ganz raus aus den Wäldern. Und während wir hier debattieren, ist die nächste Generation von Borkenkäfern bereits ausgeflogen. Der Schaden, der dem Wald entsteht, ist kaum in Zahlen zu beziffern. Dazu kommen noch verschiedene Pilzkrankheiten. Neu ist jetzt die Pilzkrankheit, die die Kiefern befällt, mit ca. 1.500 Hektar und 500.000 Kiefern. Also, angesichts dieser Mammutaufgabe muss man sich fragen, sind alle Kommunen schon bereit, um sich dieser Herausforderung alleine zu stellen. Allein die personellen Ressourcen, die die Identifizierung der befallenen Bäume in Anspruch nimmt, ist von kommunaler und privater Seite kaum zu stemmen. Dazu, meine Damen und Herren, kommen das Fällen, das Rücken, der Abtransport, aber auch die Sägewerke werden an ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Eines der größten Probleme wird in der Tat die Vermarktung der Bäume sein. Durch die Käferplage müssen oftmals junge Bäume gefällt werden, dünn und von geringem Wert für die Sägewerke. Und jeder weiß, dass die Bäume, die heute unnötig gefällt werden, in den kommenden Jahren im Wald logischerweise fehlen. Wir brauchen deshalb Leute, die das Holz bestmöglichst vermarkten. Deshalb, meine Damen und Herren, kann sich das Land, können wir uns in dieser Krise jetzt nicht einfach aus der Verantwortung stehlen. Wenn unser Wald weiter in seiner Vielfältigkeit und für die Erfüllung der gesellschaftlichen wertvollen Leistungen erhalten werden soll, müssen wir als Politik aktiver werden. Und ich sage mal, wir müssen einen Marshallplan für den Wald auflegen oder aber einen Pakt für den Wald schließen. Meine Damen und Herren, natürlich ist es positiv, dass mit diesem Gesetzentwurf den Körperschafts- und Privatwaldbesitzern die Zusammenarbeit erleichtert werden soll. Was wir im Übrigen hier an dieser Stelle bei der letzten Debatte schon angesprochen haben, Stichwort HGO § 121 und 122. Aber angesichts der dringlichen Lage aufgrund der Dürre, des Schädlingsbefalls, wäre es nach meiner Meinung als Sofortmaßnahme durchaus zu überlegen, die Frist für die Selbstvermarktung noch einmal
zu verschieben. Dann könnten wir, meine Damen und Herren, in aller Ruhe über eine Verbesserung der Kooperation bei der Vermarktung des Holzes uns unterhalten und dies ausdiskutieren. Aber zum guten Schluss, meine Damen und Herren, wir sehen diesen Gesetzentwurf durchaus auch in Teilen positiv. Nach der Anhörung sollten wir uns gemeinsam schnell, aber dann auch zügig für eine Umsetzung im Sinne der privaten und kommunalen Waldbesitzer umsetzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Lutz, vielen Dank. Und für die Landesregierung erteile ich Frau Staatsministerin Hinz das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich freue mich sehr, dass der Gesetzentwurf, den die Koalitionsfraktionen eingebracht haben, doch grundsätzlich bei den meisten hier auf Zustimmung stößt. Es ist auch aus meiner Sicht notwendig, dass wir ein solches Gesetz jetzt auch bekommen. Natürlich ist es nur ein Teil der Novellierung eines Waldgesetzes. Aber ich wundere mich schon, dass die FDP so tut, als sei das kein besonders notwendiger Teil, der jetzt geändert werden müsste. Das Gegenteil ist der Fall. Die Kommunen und die Privatwaldbesitzer warten darauf, dass ihnen die Möglichkeit gegeben wird, auch gemeinsam Forstbetriebsgemeinschaften zu bilden oder dass Forstbetriebsgemeinschaften in Holzvermarktungsorganisationen auch eintreten können. Und zur Genese für manche Fraktionen, die anscheinend den Verlauf nicht so ganz mitbekommen haben, wie der Kollege der Linksfraktion, möchte ich noch einmal sagen, dass das einen sehr langen Vorlauf hat, diese Frage der Aufbrechung des Monopols, wie es so schön heißt, seitens der Bundeskartellbehörde und der Gründung von Holzvermarktungsorganisationen in Hessen. Ich habe schon in der letzten Debatte gesagt und auch im letzten Jahr, wir hätten diese Art von neuer Holzvermarktung nicht gebraucht. Im Gegenteil, unser Einheitsforstamt in Hessen ist erfolgreich. Die Beförsterung von Hessenforst wird in den meisten Kommunen und bei vielen Privatwaldbesitzern sehr positiv gesehen, und sie wären gerne weiterhin bei Hessenforst, und zwar nicht nur mit den vorgelagerten Dienstleistungen, sondern auch mit der Holzvermarktung. Ich habe als zuständige Ministerin auch im Bundesrat 2016 es noch erreicht, dass das Bundeswaldgesetz entsprechend geändert wurde, wonach wir die Hoffnung hatten, dass die entsprechenden Gerichtsentscheide nicht zugunsten der Kartellbehörde ausgehen. Aber auch das hat leider nicht mehr gereicht. Jetzt müssen wir leider sehen, dass die Sägewerke, die die Klage angestrengt haben gegen Baden-Württemberg, leider auch immer noch mit Schadensersatzdrohungen durchs Land ziehen, wenn wir es nicht schaffen, die Holzvermarktungsorganisationen in den nächsten zwei Jahren in den Ländern auch auf den Weg zu bringen. Das ist eine Gefahr, der wir tatsächlich ausgesetzt sind. Deswegen ist es notwendig, dass wir die Kommunen unterstützen, dass wir die Privaten unterstützen, Holzvermarktungsorganisationen auf den Weg zu bringen. Das heißt aber nicht, dass wir nicht weiterhin tätig sein wollen mit dem Landesbetrieb, sondern wir wollen, so gut es geht, in Hessen das Einheitsforstamt behalten, und zwar dahingehend, dass wir die vorgelagerten Dienstleistungen, die Beratung in allen Formen und auch die Pflege des Waldes
für die Kommunen und auch für die Privaten, die das wünschen, beibehalten. Das werden wir weiterhin anbieten, und zwar so, wie es bislang von Hessen Forst auch sehr erfolgreich gemacht wurde. Die Gemeinschaftswälder werden weiterhin auch inklusive Vermarktung bei Hessen Forst verbleiben können, und alle kleineren Forstamtsbezirke von Kommunen und von Privaten wird weiterhin insgesamt die gesamte Palette der Dienstleistung von Hessen Forst in Anspruch nehmen können. Wir haben seit 2,5 Jahren den Prozess im Landesforstausschuss und in öffentlichen Debatten vor Ort, wie es mit den Holzvermarktungsorganisationen wie es gehen kann. Wer da glaubt, das sei im stillen Kämmerlein oder nicht transparent oder nicht unter Beteiligung der Betroffenen, hat sich bislang um das Thema nicht richtig gekümmert. Das muss ich an dieser Stelle einmal sagen. Alle Beteiligten waren immer einbezogen. Alle, die kommunalen Spitzenverbände, die Privatwaldbesitzer, die Gemeinschaftswaldbesitzer, die Gewerkschaft war ein, alle waren einbezogen. Und vor Ort in den Kommunen ist in öffentlichen Veranstaltungen darüber informiert worden, was notwendig ist, und in öffentlichen Veranstaltungen diskutiert worden, in welcher Form Vermarktungsorganisationen sich am besten gründen können. Und es sind, ich glaube, sechs bis sieben in Gründung. Sieben in Gründung. Das heißt, gerade im Süden und im Westteil Hessens, wo es auch große Kommunalwälder gibt, hohe Anteile, da ist es gut im Gang. Und da kann ja auch wegen der Kalamität, das heißt wegen der Sturmschäden und Borkenkäferplage bis Ende des Jahres von Hessen Forst nicht nur beförstert, sondern vermarktet werden. Und für die anderen Wälder gilt die Frist bis zum Jahresende 2020. Das heißt, da besteht auch genügend Zeit, dieses entsprechend vorzubereiten mit unserer Unterstützung. Die Förderrichtlinie ist in der letzten Abstimmung mit dem Rechnungshof, sodass wir auch die finanzielle Unterstützung geben können. Und wir werden weiter mit Rat und Tat den Kommunen und den Privatwaldbesitzern zur Verfügung stehen. Und ich hoffe, dass viele weiterhin das Angebot von Hessen Forst wahrnehmen, dass alle anderen Dienstleistungen bei Hessen Forst verbleiben. Wir werden dem Klimawandel nicht vollständig ausweichen können. Wir brauchen naturschutzfachliche Beratung. Und das alles gibt es von Hessen Forst aus einer Hand. Deswegen soll dieser Landesbetrieb auch weiter erfolgreich arbeiten mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das sehr gut machen in Hessen. Herzlichen Dank. So, vielen Dank, meine Damen und Herren. Wir haben vorgesehen, dass dieser Gesetzentwurf zur weiteren Beratung in den Umweltausschuss überwiesen wird. Wir verfahren auch so. Bevor ich jetzt den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, darf ich Sie darauf hinweisen, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt worden ist ein Dringlicher Entschließungsantrag von den Freien Demokraten. Uploadfilter sind ein Risiko für die Meinungs- und Informationsfreiheit, Drucksache 451/20. Wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall. Dann wird dieser Top 73 und kann, wenn niemand widerspricht, nach Top 66 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. So machen wir es, genau.